Ciao, ihr wunderschönen Menschen, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Diesmal ein ganz neues Spiel auch hier bei Zirngiebel TV. Es ist das Spiel Resistance 3 und es ist echt ein schönes, schönes, schönes Spiel, in dem ich auf jeden Fall Bock habe, hier richtig abzusahnen. Es ist ein Online-Spiel, das man im Multiplayer spielen kann, aber auch natürlich, es ist ja ganz normal jetzt heutzutage irgendwie, im Singleplayer. Das ist aber jetzt uns ein bisschen wurscht. Ich habe jetzt mich auf online fixiert und ich habe hier schon Level 4 erreicht und habe hier die Rossmo dabei. Das ist eine Shotgun und man hat hier man hat hier eine Granate dabei. Dann hat man hier, kann man zielen. Da hinten ist ein Gegner, das ist nicht gut. Aber den sieht er nicht, das ist schade. Dann hat man hier eine Granate dabei und ja, dann werde ich hier angeschossen. Hey, ach was! Ach, von meinem? Ach nee, da oben! Ich dachte hier, das Geschütz, das freundliche Schütz schießt mich an, aber ein Scheißdreck tut's. Ja, ganz toll, hä? Ja. Und der Grund, warum ich das Video hier mache, ist eigentlich bloß der. Ich kann jetzt zur Zeit, spinnt irgendwie YouTube rum, keine Ahnung, ob es bei anderen auch so ist, also ob es bei anderen von euch so ist. Da spinnt's auf jeden Fall richtig rum, weil. Ich kann keine Videos hochladen, die länger als 15 Minuten dauern, sagt YouTube jedenfalls, obwohl ich schon etlich hochgeladen habe, mindestens, weiß ich nicht, 100. Und dann sagt YouTube, nein, es geht nicht, du Arschloch, geh weg. Ja, das sagt YouTube dann zu mir. Oh, schmeiß doch die Granate, bist du dumm oder was? Na gut, nicht so schlimm. Dann haben wir da hinten jetzt hier die Idioten, die mich nicht kommen sehen. Oh nein, gegen die Wand geschossen, natürlich. Ich kann auch hier jetzt mal ein bisschen Nahkampf machen. Oh yeah, Nahkampf, ey. Der bringt's aber richtig, ey. Also, das ist nicht so wie in Battlefield 3, dass man jetzt irgendwie Nahkampfmesser ziehen, stirbt nicht, hat 30% weniger Gesundheit. Nee, hier gibt's es nicht, ey. Hier sind wir mit die fetten Mutanten, mit die fetten Freaks unterwegs. Also, da passe ich auf jeden Fall rein hier. Nicht, dass ich dick bin. Da ist ein Gegner. Wo ist ein Gegner? Da oben ist ein Gegner? Nee, wo ist er? Da ist er. Nee, ist er nicht. Ah, ist mir wurscht. Geben Sie Ihre Stilpunkte. Nein, noch nicht. Mein Gott, ist das ein Gegner? Ja, wo sind denn die ganzen scheiß Gegner, hey? Ich habe noch eine Granate rumliegen in meinem Inventar. Ich hab doch da, ich sehe doch auf der Karte, sind doch da Gegner, laut Adam Ries und Eva Klein. C-Fix. Hä? Jetzt bin ich tot? Super, oder was? Jetzt war ich gerade so gut. 3 zu 4, ja, fast wäre es unentschieden gewesen. Aber die gefällt mir echt richtig gut, die Waffe. Es gibt hier noch andere, es gibt natürlich noch die Sniper, gibt's noch... Oh, schön, dass du da oben stehst, du Drecksack. Das wird nicht viel bringen, hier meinen Rumgeschieße. Nee, bringt bloß einen Assist und meinen Tod natürlich. Ich habe jetzt, gibt noch andere Klassen, zum Beispiel gibt's noch den, was gibt's denn da als... Den Überlebenden, den Infizierten, den Spectre. Also Spectre ist Sniper, Infizierter ist Bullseye. Also das heißen die Waffen. Also Sturmgewehr, Maschinenpistole, Sniper und das hier ist eine Shotgun, eine schöne. Entschuldigung. Und mir gefällt einfach die Shotgun am besten. Bis jetzt auch, aber anscheinend kann ich nicht schmeißen. Also das ist noch so ein kleines Defizit, das ich ausbügeln muss irgendwie, das ich ausgleichen muss. Aber na gut, das wird auch noch alles. Sohn Hass. Wie heißt der? Wie hat der gerade geheißen? Ist mir wurscht. Und die Karte kennt vielleicht der andere oder eine von euch. Es ist ja so eine, was? Es ist eine Karte, die es auch im Singleplayer-Modus gibt von dem Spiel. Ja, wo stehen denn alle, dass mich alle sehen? Also, ich weiß es. Ach, da ist er un... Ah, leck mich doch am Arsch. Wie kann denn sich der bitte unsichtbar machen, die feige Drecksau? Ja, der ist ja mal Metal, hey. Der ist ja echt mal cool, hey. Der ist ja mal... Oh, ehrenhaft, oder? Also, es gibt anscheinend keine andere Waffe. Ach, nee, falsch gedrückt. Schön. Ja, ein Assist hilft mir jetzt wenig, du. Blitzschild, okay, ist mir wurscht. Man könnte ja, ich will jetzt irgendwie da rüber, weil ich kann anscheinend da nicht rübergehen, wo die fette Action abläuft. Nee, das geht nicht. Schade eigentlich. Aber mein Gott, muss ich verkraften, ne? Ja, immer hinter mir, hey, dass sie immer hinter mir erscheinen, die dummen Idioten. Mein Gott, das ist ja fast wie in einem Spiel, das mit C anfängt und mit OD aufhört. Also... gibt es ja fast Gleichgültigkeiten. Und nach meinem nächsten... Ach nee, mache ich noch das Match hier zu Ende mit der Waffe. Und im nächsten Match gibt es dann auf jeden Fall eine andere Waffe, andere Klasse hier für euch. So, was haben wir jetzt hier? Wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt da. Wo ist der Gegner? Der ist nicht da. Da ist er doch! Oh mein Gott, die haben alle so coole Waffen, sind alle Level, weiß ich nicht, kack mich tot, 1000. Da habe ich keine Chance dagegen irgendwie. Also echt ganz schlimm. Sowas...
Ah ja, das ist gut. Ich habe kein Toastbrot mehr. Schade. So, mal die Granate hier nach hinten schmeißen. Ist da nicht einer? Ja, freilich ist da einer. Ich habe noch gesehen. Oh, warum kann jetzt mich... Ich stehe vor ihm. Ach, hat ja auch bloß 2% Leben weniger, hey. Ist ja auch ganz schön hier, also. Mein Gott. Wenn ihr mehr solche Matches sehen wollt, dann einfach in die Kommentare reinschreiben. Würde mich sehr freuen. Ich mag das Spiel. Ich habe es gerade jetzt für mich kennengelernt. Ah, und jetzt ist er schon... Na, der ist auch nicht mehr tot, als jetzt gerade eben vorhin er auch war, nicht ist. Mein Gott. Und ich könnte mir auch in dem Spiel hier vorstellen, Angry Sniper zu werden oder auch zu sein einfach, weil es einfach riesig Spaß macht. Ja, das ist der Grund, der mir eigentlich ausreicht schon. So, jetzt ist mal die wieder falsch geschmissen. Da oben wird einer stehen, aber natürlich schmeiße ich viel zu wenig, bin viel zu schlecht, so darin einer raus. Jetzt kann ich mal den hier nicht treffen. So, jetzt aber ist der getroffen, zweimal getroffen, dreimal getroffen, okay. Man braucht ungefähr 3 Schüsse hier mit der Waffe. Ist ein bisschen viel für, es ist eine Shotgun, also die muss eigentlich schon Wumms dahinter haben. Man könnte sie auch bestimmt verbessern irgendwie. Hoppala, hä? So, ah, da links neben mir war einer gestanden. Wieder so ein unsichtbarer Idiot. Das ist nicht Bandicoot, das ist Idiot. Hat er falsch geschrieben. Ah, ja, da oben ist einer drin. Okay, dann mal die Granate geschickt reinschmeißen. Bestimmt killt die auch nichts. Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch Metal oder so, jetzt einmal, du Arschloch. So, jetzt habe ich dich geschossen, du Drecksack. Ah, Marksman. Aha, was haben wir jetzt da? Marksman aufgenommen. Ja, das ist schön hier, Marksman, toll. Muss ich mal gleich mal ein bisschen bewegen, weil wenn man stehen bleibt in so einem Online-Spiel, das ist nie gut. Also ein genereller Tipp für Online-Spiele im Multiplayer-Modus, wenn es um Schießen geht, nie stehen bleiben. Das ist immer schlecht. Also das bringt am besten auch gar nichts. So. Ah, und ich natürlich verkack wieder alles. Der steht da hinten irgendwo rum. Ah ja, komm, weich mir doch aus, mein Gott. Hier, gestorben. Und ich dachte mir jetzt schon, ich nehme einfach so lange auf, bis ich mal eine richtig geile Runde habe oder so. Aber das ist mir jetzt ein bisschen so doof, weil ich will ja eigentlich, ich will ja nicht irgendwie so voll die fetten, perfekten Matches zeigen. So 30 zu 0 oder so, wenn es überhaupt gibt. Yeah, fett, Mann. Ich will eigentlich bloß zeigen, wie es ausschaut. Also es ist ich will es ein bisschen realistischer gestalten. Ne? Man sieht in YouTube immer so Matches wie zum Beispiel, weiß ich nicht, 150 zu 10 in COD zum Beispiel oder andere Matches, wo einfach alles klappt und bloß Headshots und alles mögliche und blablabla. 7 zu 12 bloß. Ich dachte, ich wäre besser gewesen. Schade eigentlich. Und dann ist einfach, dass man eine Abwechslung meint. Also jetzt ein paar wie ich. Natürlich mache ich auch gute Sachen, keine Angst. Aber jetzt das meiste, also doch. Es soll einen Teil geben, wo so gespielt wird, wie man echt spielt. Also es ist ja nicht immer, es ist ja wie's Leben. Es ist ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das gibt's ja nicht. Überleben, da machen wir jetzt mal kurz. Und da können wir uns, da können wir uns mal kurz das Ding ansehen. Was gibt's jetzt da? Munition braucht man nicht. Ach, es gibt's bloß den. Schade, okay. Ist ja dumm. Und da auch bloß, okay. Schön, ist auch doof. Plünderer. Ja, das ist toll. Ah, ich bekomme Gesundheit, das ist cool. Habe ich jetzt den drin? Ja, Überlebender ist drin. Gut, das ist hier die... Ah, Scheißdreck. Das ist hier die Sturmgewehrwaffe sozusagen. Das ist ein Karabiner. Jetzt kommt nochmal die gleiche Map hier. Bloß es ist sozusagen Kartentausch oder Seitentausch, wie man schon kennt, aus anderen Spielen. Und ich hätte echt Bock auf eine richtig geile Runde. Aber ich glaube, die wird heute nix. Also ich will ja nichts andeuten oder so, aber man kann ja mal realistisch bleiben. Wäre natürlich schön, natürlich. Ah! Wow, verkackt, 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 verkackt. Wow, verkacken. Scheiße. Da war schon sein Schlag mit Shotgun und die hat mich voll fertig gemacht. Hey, also, die haut schon ein bisschen rein. Das freut mich auch ein bisschen. Dass hier die Nahkampfangriffe. Man steht neben einem Gegner und denkt sich, oh, stirb. Und dann hat er 10% Leben weniger. Das ist nicht schön. Das ist nicht realistisch. Das mag ich nicht. Hier in dem Spiel schaut es anders aus. Das ist schön realistischer. Das ist cool. Und meine Stimme kackt gerade ab. Nicht schön. Entschuldigung. Müsste ich fast mal was trinken jetzt gleich? Also das ist jetzt echt gar nicht schön. Hey, also, so, wer ist ein Gegner? Ah, da ist einer. So, auch den erschossen ist ja nicht schwer, hier campen wir. Tut mir leid, dass meine Stimme jetzt gleich weg ist. Das wollte ich auf keinen Fall haben. Natürlich ist es pure Absicht, meine ich. Also, wirklich wahr. Genau so wollte ich es haben, nicht anders. So, jetzt ist der da. Ah, zwei hintereinander gleich. Hey, super. Oder auch nicht. Auch plus Assists, ja. Oh, ich muss was trinken, tut mir leid. Tut mir leid.
Ah, Entschuldigung, es ist unglaublich unprofessionell gewesen, jetzt gerade von mir, aber es musste einfach sein, sonst hätte ich jetzt irgendwie husten müssen und dann wäre ich ertrunken, aber will ja keiner. Will ich ja auch nicht. Ist jetzt da jetzt irgendeine? Nee, ich dachte, da kann man rüberspringen. Ach, da oben ist der oder was? Ja, ich würde mal sagen, eine Granate. Ach, da steht er. Nee, doch nicht. Schön. Ach, mein Gott, ey. Wer kommt jetzt da denn? Bäh. Schwester doof. So, das Match. Man muss hier immer bei jedem Match 10.000 Punkte erreichen. Ah ja, Blitzschild. Verletzt jeden. Ach so, Blitzschild ist nur gut dafür, dass wenn mich einer Nahkampf dich angreift, dass der dann hier so einen kleinen Blitzschaden bekommt. Aber das ist nichts. Ich dachte jetzt irgendwie, jeder, der mit Blitzschild ausgerüstet ist, ist gegen ja, Berührungen sicher. Entschuldigung. Ach, da ist auch, da sind auch. Ach nee, das war doch kein Gegner, okay. Also da ist Feuer. Feuer ist böse, muss ich mir merken. Ja, so hey. So muss ich sie alle wegmachen. Wie viele Kills habe ich? Na, 4, 5 erst. Also echt viel zu viel. Ich denke mir, ich habe immer viel mehr. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr spannend und gefällt mir auch gut. Und das ist schön. So, mal kurz meinen Doppelgang hier laufen lassen neben mir. Ach, jetzt ist der da. Ach, jetzt bin ich. Das ist ja schlau, hey. Ach, und der killt mich auch noch, hey. Das ist aber nicht schlau. Ich würde gern so einen komischen Skorpionkrebshammerkopf haben. Der wäre schon richtig geil, hey. So, es ist gleich vorbei. Jetzt haben wir schon 6.000 Punkte. Die Gegner, die haben 5.000. Also jetzt haben die schon. Das ist, schaut nicht gut aus, hey, würde ich mal sagen. Ah, jetzt ist der gestorben. Ja, und jetzt habe ich den auch noch so. Doppelkill. Wunderschön. Nee, das ist. Ah, von rechts wieder, ey. Mein Gott, der DPS-Killer, ja. Freilich. So schaust aus, du. So, 7 Kills. Nee, Schmarrn. Ungefähr ein bisschen mehr als gerade. Doch 6 Kills und 7 Tode. Und vielleicht könnte die Auflösung komisch sein. Ich weiß es nicht, wie die Auflösung ist jetzt gerade, weil es ist ja noch nicht hochgeladen. Oh mein Gott. Und auch der tötet nicht. Nein. Ich schieß die bloß an, das reicht schon. Ist das ein Gegner da? Was, das komische Springviech da? Ist es? Ist es? Ist es? Ja, freilich ist es ein Gegner. Super. Aha. Ja, und dann kicken die uns hier weg. Das ist ja mal toll. Also noch ungefähr 1.000 Punkte zu spielen. Und ich würde mal von euch gerne in die Kommentare lesen, wenn ihr wollt natürlich. Wie findet ihr das Spiel Resistance 3 im Multiplayer-Modus? Also ich finde es echt richtig brillanten Haftmörder auf dem Arsch geil. Weil es einfach auch so ist. Wow, yeah. Nochmal einen schönen, unschönen Last-Kill gemacht von mir wahrscheinlich. Wir sind 1.000 Punkte hinten, es geht nicht. Ich würde gerne von euch wissen, wie ihr das Spiel findet und ob ihr es auch gekauft habt oder mal kaufen würdet gerne, wenn ihr das so seht. Oder einfach, ob ihr mehr davon sehen wollt von dem Spiel. Ich finde es echt, wie schon gesagt, richtig geil. Nicht so geil ist, dass ich einfach bloß jedes Mal hier Erfahrungspunkte, also Assists bekomme. Das ist nicht so schön. So, ich will es wenigstens den töten. Nein, den auch nicht. Ja, so den. Ja, wenigstens den habe ich bekommen. Gut, wenigstens was noch ein bisschen Ehre verdient hier, bevor ich von dem Typen ausgeschaltet werde wieder. So, und jetzt muss ich nochmal mal schönen Last Kill machen, weil Match ist gleich zu Ende. 10.000 Punkte sind gleich erreicht. So, mal Granate schmeißen. Ja, bringt auch nichts. So. Dann da daneben schießen. Herrlich, ey. So muss das sein. Doppelgänger schießt auf den anderen. Und da, wunderbar. Ich noch einen Last Kill geschossen. So, ich würde mal sagen, einen fetten Fang fürs Zugucken. Schön den noch bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt kommt noch gleich das, wie es ausschaut, wenn man hier ein Match beendet hat. Die Ansicht und dann, ja, genau. 10 zu 10. Es ist mal ein schöner Score. Nicht so wie bei den DSS. Das war nicht so schön. Und dann haben wir hier gleich Ladebildschirm. Schön. Und. Entschuldigung. Na komm schon. Komm. So. Und so schaut's aus, wenn man hier, ja, das freigeschalten hat. Man kann hier Titel freischalten, Ausrüstungen freischalten. Man sieht hier die Erfahrungspunkte auf mich drauf. Halt, und noch ein Level gemacht. Ja, saugeil, hey. Infanterist auch bekommen. So, bin Level 6. Tötungen 17, 22. Wir sehen uns im nächsten Match. Tschüss, bis denn. Bleibt so schön.